ihr Süßen, heute wie gestern schon angekündigt, ein neues Make-up-Video. Und ihr wisst, ich habe euch erzählt, ich gehe auf diese tolle Weihnachtsparty, diese New Club, und habe mich dafür auch schon dementsprechend angezogen. Die Haare recht locker, nur gewellt. Ich wollte es nicht zu dramatisch machen, ich will auch niemanden in die Show stehen. Nicht, dass das meine Ambitionen sind oder so. Ja, es ist ein, wie ihr sehen könnt, so, kann man schlecht sehen. Es ist so ein grün, gold und angehauchtes Make-up, halt ein bisschen an Weihnachten orientiert. Ich habe euch das erste Mal auf falsche Wimpern drauf. Ich war ganz aufgeregt, war auch psch. Hat aber ganz gut geklappt, glaube ich. Ja. War eine Erfahrung auf alle Fälle wert. Ich werde das Video, glaube ich, nicht heute noch am Freitag hochladen. Das schaffe ich nicht mehr. Ich werde es am Sonntag dann für euch hochladen. Also jetzt, wenn ihr das seht, ist jetzt gerade Sonntag. Ja, ich hoffe, das gefällt euch und ihr habt Spaß. Und dann lasst uns einfach loslegen. Okay, los geht's mit dem Eye Primer. Es ist natürlich ganz wichtig, die auf dem Lid aufzutragen, damit unsere Farben schön pigmentiert und gut aufgetragen sind. Sie bleiben auch den ganzen Abend schön oben und unten aufteilen. Weiter geht's gleich mit einem goldenen Eyeshadow-Stift. Er ist eine gute Grundlage, lässt die Farben besser schimmern und sorgt auch dafür, dass sie den ganzen Abend auf eurem Lid drauf bleiben. Eine perfekte Basis, nur für eure tollen Farben, die draufkommen. Ab zum Gold. Dieses sorgt für einen tollen Schimmer, erinnert super an Weihnachten. Tragen wir aber nur auf die erste Hälfte unseres Lides auf, da wir nur da diesen tollen Schimmereffekt haben wollen. Seht ihr das? Kommt gut zur Geltung. Weiter mit unserem tollen dunklen Rot. Hier benutzen wir einen Applikator. Der sorgt dafür, dass die Farben richtig gut pigmentiert und doll angepattet werden. Geht ruhig etwas höher, damit wir sie nachher gut ausblenden können. So ist's schön. Ja, noch ein bisschen und dann rüber zum anderen Lid. Aber ihr wisst ja schon, wie das geht. Wir wollen ja nichts auslassen und ich schwöre euch, dieses Rot gibt etwas Wärme, Geborgenheit und einen schönen Wow-Effekt auf die Lider rauf. Sieht das nicht cool aus? Papagei! Ab zum dunklen Grün mit einer Crease Brush. Die wird in das äußere Ende eures Lides getragen und schön weit ausgeblendet. Die sorgt für einen Katzenaugeneffekt und viel mehr Tiefe und Dimension. Mit der kleinen Crease Brush verblenden wir jetzt alles etwas und sorgen für viel mehr Dimension im Augenlid. Es schafft etwas mehr Definition und sieht einfach gleich viel ebener aus. Gefällt euch das? Wieder zurück zu unserem Gold. Damit verblenden wir jetzt etwas das Rot. Es soll nun doch nicht zu hart wirken, wir wollen ja keine verruchtes Luder zu Weihnachten sein. Ah, viel softer und weicher. Dabei hilft uns auch noch der Blendepinsel. Er sorgt dafür, dass alle harten Kanten verschwinden. Na? Ist doch schon mal ein guter Anfang. Mit einem anderen Blendepinsel gehen wir dann noch in ein helles Grün, verwischen die Kanten noch weiter, dass alles ganz soft und geschmeidig wirkt. Viel weihnachtlicher, nicht wahr? Mit der Crease Brush noch in ein dunkles Grün gehen, damit wir noch etwas Definition und auch Dimension schaffen. Die Augen wirken etwas dramatischer, aber nicht zu verrucht. Na, mir gefällt es schon jetzt. Weiter mit einem flachen Crease-Pinsel, den nutzen wir aber diesmal nicht für unser Augenlid, sondern gehen damit an den unteren Wimpernkranz. Er ist etwas so ein Vorreiter für unseren Eyeliner, der danach kommt. Es sorgt dafür, dass sich das Grün widerspiegelt und einen tollen Wow-Effekt gibt. Ich liebe das Wort Wow-Effekt. Für ein Highlight nutzen wir noch einen matten Ton unter unseren Augenbrauen und nochmal in die Mitte unseres Auges. Das lässt sie wach und munter wirken. Als Eyeliner benutze ich meinen Stift aus der Glossy Box. Er ist echt super und waterproof. Auch nur zur Hälfte auftragen, genauso wie wir das vorher mit dem Eyeshadow getan haben. Jetzt kommen die falschen Wimpern. Einen kleinen Wow-Effekt könnt auch ich mir nicht verkneifen. Schaut es euch an. Und? Seht ihr den Unterschied? Sie wirken noch relativ natürlich, aber geben einen super langen Wimpern. Und noch schön trocknen lassen. Wir wollen ja nicht, dass irgendwie noch was abfällt. Weiter mit dem Bronzer. Dieser wird nun schön in die Konturen eingetragen, damit unser Gesicht mehr Definition bekommt. Ausblenden mit einer fluffigen Powderbrush und voila, ein tolles Ergebnis habt ihr gleich. Ab zu den Lippen. Wir wollen schöne, große, voluminöse Lippen, tragen ein weihnachtliches Rot auf und das alles ohne Konturenstift. Naja, die Profis haben es halt drauf, ihr kennt das ja. Nichts vergessen und schön ausmalen. Ich sag euch, diese Lippen verzaubern jeden Mann. Etwas Gloss noch zum Finish natürlich rauf. Welcher man ja, oh genau, das mag ich, Baby. Wimperntusche noch, wir wollen noch die echten und die falschen Wimpern miteinander verbinden und etwas Volumen schaffen.
vollendete Look. Einfach klasse. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich hab's diesmal geschafft. Das ist ein bisschen schneller als die letzten Videos waren noch relativ lang. Ich habe halt versucht, das jetzt ein bisschen kürzer zu halten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es mal wieder Spaß gemacht. Ich fand's super. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt einfach, wie ihr seid, denn you're gorgeous.